China hat ihre ersten drei Taikonauten zu ihrer neuen Raumstation geschickt. Relativity Space hat eine neue Rakete, nämlich die Terran R, angekündigt. Aber auch Blue Origin und Virgin Galactic haben für Aufsehen gesorgt. Das alles möchte ich mir jetzt genauer mit euch im Newsflash ansehen. Wenn du das noch nicht gemacht hast, dann abonniere jetzt Mars Chroniken, damit du keine neue Ausgabe mehr verpasst. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Newsflash auf Mars Chroniken. Mein Name ist Sirwan und ich habe die Weltraumnachrichten für euch. Also fliegen wir gleich los, dann kommen wir früher an. Viel Space mit diesem Video. China schreitet mit großen Schritten voran, wenn es um den Aufbau ihrer neuen Raumstation geht. Im Weiteren nenne ich diese nur noch CSS, was für Chinese Space Station steht. Nachdem sie das Kernmodul mit dem Namen Tianhe in einen niedrigen Erdorbit geschickt hatten, wurde zunächst eine Cargo-Mission hinterhergeschickt. Am Donnerstag, dem 17. Juni, wurde dann die erste bemannte Mission gestartet. Bei einem Bilderbuchstart flogen die drei Taikonauten an Bord einer Langer Marsch 2F vom Jiuquan Satellite Launch Center in der Gobi-Wüste zur CSS. Somit hat China die dritte von 12 Missionen zum Aufbau der CSS absolviert. Der Name der bemannten Mission war Shenzhou 12. Die drei Taikonauten werden 3 Monate auf der CSS verbringen, bevor sie von einer anderen Crew abgelöst werden. Diese werden dann allerdings 6 Monate dort verbringen. Ihre Aufgaben liegen darin, die ersten Aufbauarbeiten, Reparaturen und Wartungsarbeiten sowie einige Experimente in der Mikrogravitation durchzuführen. Die Raumanzüge für die Arbeiten an der Außenseite der Station wurden mit der Cargo-Mission Tianzhu 2 auf einer Langer Marsch 7 am Samstag, dem 29. Mai, vorausgeschickt. An dieser Stelle möchte ich euch einige besonders interessante Bilder dieses Starts zeigen. Hier sehen wir den Start- und Unterstützungsturm für die Rakete. Dieser umschlingt die Rakete vollständig und zieht sich erst einige Minuten vor dem tatsächlichen Start zurück. Wunderschöne Bilder. Und Chinas Selbstvertrauen in ihrer Technologie ist groß genug, dass sie uns während des Starts Einblicke in die Crewkapsel gewährten. Nicht einmal SpaceX bzw. die NASA ließen uns in die Kapsel schauen, bevor die erste Stufe abgetrennt wurde. Auch sehr interessant ist, wie sich hier links die Solarpaneele öffnen. Nach nur 6,5 Stunden dockte die Kapsel an die CSS. Die Taikonauten sind gut angekommen und haben sich umgehend an die Arbeit gemacht. Es wird viel zu tun sein. Eine Raumstation baut sich schließlich nicht von selbst. China hatte aber schon die internationale Gemeinschaft dazu eingeladen, Experimente einzureichen, die auf der CSS durchgeführt werden. Experimente aus vielen Ländern wurden akzeptiert, darunter deutsche, italienische und französische. Vermutlich dürfen Astronauten aus anderen Ländern die Station nach ihrer Fertigstellung besuchen und dort arbeiten. Lasst dem Video doch gerne einen Daumen hoch da, damit der YouTube-Algi versteht, dass Raumfahrt kein Untergrund, sondern ein breitentaugliches Thema ist. Virgin Galactic vollführte am 22. Mai ihren dritten bemannten Flug ins All, zumindest laut eigenen Angaben. Aber wenn wir uns die erreichte Höhe und die Geschwindigkeit ansehen, dann stellen wir fest, dass sie tatsächlich weder im Orbit noch im All waren. Die offizielle Grenze zum All ist die sogenannte Kármán-Linie. Diese liegt bei 100 Kilometer. Virgin Galactics VSS Unity erreichte allerdings nur eine Höhe von rund 90 Kilometer. Das ist ja gar nicht einmal so schlecht. Aber genau genommen war hier niemand im All. Zwar haben sie nicht behauptet, im Orbit gewesen zu sein, aber mit Mach 3 oder ca. 3700 km/h wären sie auch ganz weit davon entfernt gewesen. Man spricht erst ab ca. 27.000 km/h von der Orbitalgeschwindigkeit. Ich möchte hier nicht die Leistung mindern, sondern klarstellen, dass es wichtig ist, zwischen einem Höhenflug und einem Orbital- bzw. Weltraumflug zu unterscheiden. Ich habe hier noch einige wichtige Eckdaten für euch. Dieser Flug war der erste, der vom selbstgebauten Raumfahrthafen Spaceport America in New Mexico gestartet ist. Virgin Galactic greift hier auf die recht unorthodoxe Methode des Air Launches zurück. Hierbei wird das Raumschiff in der Mitte eines modifizierten Flugzeuges mit 2 Rümpfen, der VMS Eve, angebracht und wird in große Höhen gebracht und erst dort freigesetzt. Dann zündet das Triebwerk und das Raumschiff beschleunigt von unter Mach 1 auf Mach 3, bevor das Triebwerk abgestellt wird.
Wenn wir genau schauen, sehen wir, dass die Triebwerksglocke immer kleiner wird. Anscheinend hält sie die Wucht des Triebwerks nicht aus. Oder es ist so designt. Aber das kann ich mir nicht vorstellen, dass sie hier jedes Mal eine neue Abgasglocke montieren werden. Ich bin davon überzeugt, dass wir das in Zukunft nicht oder nicht mehr so stark sehen werden. Jedenfalls wurde das Triebwerk abgestellt und das Raumschiff erreichte kurz darauf seinen höchsten Punkt, auch Apoapsis genannt, auf rund 90 Kilometer und fiel kontrolliert zurück zum Spaceport America. Mit Hilfe der Steuerflächen, die auch Auftrieb generieren, kann dieses Raumschiff ähnlich wie das Space Shuttle auf Landebahnen landen. Bis auf die übermäßige Abnutzung der Abgasglocke dürfte alles nach Plan gelaufen sein. Man kann schon seit längerem Tickets für ca. eine Viertelmillion US-Dollar kaufen und mitfliegen. Wesentlich günstiger als der Sitz von Blue Origin, der um 28 Millionen US-Dollar versteigert wurde. Und das bringt uns zum nächsten Thema. Blue Origin plant den ersten bemenschten Flug ihrer New Shepard Rakete. Diese soll im Gegensatz zu Virgin Galactic System bis zur Karman-Linie fliegen und dann erst wieder zur Erde fallen. Ihr System sieht einem Orbitalsystem täuschend ähnlich. Wie New Shepard funktioniert und fliegt, erkläre ich in einem anderen Video, das verlinke ich euch hier in der Infobox. Aber heute möchte ich gerne über die bemenschte Mission reden. Am 2. Juli soll Blue Origin Gründer und Chef Jeff Hu mit seinem Bruder und zwei weiteren Passagieren zur Weltraumgrenze fliegen. Sie machen verständlicherweise ein großes Trara darum. Die Werbetrommel wird seit Wochen gerührt. Regelmäßig halten sie uns auf dem Laufenden. In einem Video erklärt Jeff, dass er seinen Bruder Mark mitnehmen wird. In dieser Aufnahme dachte ich, das sei Mark. Aber hier sehen wir Jeff Bezos, der aus einer ungünstigen Perspektive gefilmt wurde. Er sieht aus, als hätte er Dutzende Pfunde zugelegt. Was nicht der Fall ist, wie wir in den Aufnahmen darauf sehen. Irgendwie irritierend, aber Spaß ohne jetzt. Auch wenn der Flug an die Karman-Linie im Vergleich zu orbitalen Raketen wie eine Jahrmarktattraktion aussieht, so ist sie doch eine großartige Errungenschaft und wird Blue Origin dabei helfen, weitere Raketen zu entwickeln. Und dass Jeff hier selber mitfliegt und dann auch noch seinen eigenen Bruder mitnimmt, zeigt, dass er großes Vertrauen in dieses System hat. Abgesehen von den Gebrüdern Hu werden zwei weitere Passagiere an Bord sein. Der dritte Sitzplatz in der Kapsel wurde über einen Zeitraum von 2 Wochen und dann in einer anschließenden Auktion versteigert. Innerhalb der 2 Wochen erreichte der Preis schon stolze 4,8 Millionen US-Dollar. In einer Auktion am 12. Juni wurde der Preis dann in der Auktion live auf YouTube auf 28 Millionen US-Dollar gedrückt. Wenn der Preis mal stillgestanden ist, dann ließ sich der Auktionator Zeit, um den Preis weiter zu heben. Schließlich gewann dann die Nummer 107 über das Telefon die Auktion. Die Nummer 107 wird vermutlich mit der teuersten, aber auch mit der aufregendsten Achterbahn der Welt fliegen. Zu diesem Zeitpunkt ist noch nicht bekannt, wer diese geheimnisvolle 107 ist. Wir werden es aber noch rechtzeitig sehen. Abgesehen davon gibt es dann noch einen Sitzplatz, aber wer den bekommt, das wird uns in den nächsten Tagen erst verraten. Als bekannt wurde, dass Jeff ins All fliegt, wurde das Internet mit Memes überschwemmt. Es wurde sogar eine Petition gestartet, dass man Jeff nach seinem Flug die Einreise zur Erde nicht mehr erlaubt. Es haben sogar über 21.000 Menschen unterschrieben, aber ich denke mal, das wird nicht reichen, um ihn daran zu hindern, zur Erde zurückzukommen. Aus dem Nichts hat Relativity Space über ihre Webseite und alle Social Media Kanäle, die sie betreiben, verkündet, dass sie neben ihrer Microlauncher-Rakete Terran 1 auch mit der Entwicklung einer weiteren Rakete begonnen haben, nämlich die Terran R. Diese soll zur Gänze mit Hilfe von 3D-Druckern hergestellt werden. Vom Design her erinnert die Rakete an SpaceX's Starship, aber von der Kapazität her macht sie eher der Falcon 9 Konkurrenz. Sie soll nämlich 20 Tonnen in eine niedrige Erdumlaufbahn bringen können. Im Gegensatz zur Falcon 9 wird die Terran R aber vollständig wiederverwendbar sein. Also ein kleineres Starship im Prinzip. Dieses System soll 2024 in Betrieb gehen. Ich wünsche Relativity Space viel Glück und Erfolg bei diesem Unterfangen. Im nächsten Newsflash werde ich auf alle Raketenstarts eingehen, die ich heute nicht abdecken konnte. Wenn dir gefällt, was ich mache und du gerne mal hinter die Kulissen blicken möchtest, dann freue ich mich, wenn du mich auf Patreon besuchst und mich dort mit deiner Mitgliedschaft unterstützt. So, meine Lieben, das war's an dieser Stelle von mir. Ich bedanke mich herzlich fürs Einschalten und bis bald auf dem Mars.